Das hoffe ich doch. Hallo. Okay, hallo und wieder willkommen auf meinem Hof. Diesmal habe ich wieder drei neue Mitspieler. Wie machen wir das am besten? Fang doch mal rechts von mir an, also Landwirt Paul. Stell dich mal Ja. vor. Also ich bin der Paul, 12 Jahre alt und ja. Und ich bin Jan, ich bin Jan und bin 10 Jahre alt. Okay. Ja, und ich bin der Marc und bin 12 Jahre alt. Okay. Und habt ihr irgendjemand nimmt doch macht auch einen Kanal oder könnt ihr eure Kanäle nennen? Paulchen 12:05. Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Paulchen? Paulchen 12:05. Paulchen 1205. Sonst noch jemand? Was denn? Kanal vorstellen? Also von YouTube? Ja. Also ich heiße Mark Baum. Und ich habe noch keinen, aber ich hole mir bald einen. Okay. So, und ich höre mich schon wieder doppelt. So, ganz kurz. Okay. Dann schaue ich mal, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich weiß es gar nicht so. Der Raps braucht hier noch ein bisschen, so wie es aussieht. Dann stelle ich mal das Wachstum nochmal auf schnell. Ja, habe ich gemacht. Ja, aber ich eben auch, oder? Okay. Und da drüben braucht er auch noch ein wenig. Ja. Und ja, das war's schon. Da können wir nicht viel machen momentan, Ja. Sind die Koppen auch gedüngt? ne? Ja, da bin ich. Glaub schon, dass sie gedüngt worden sind. Okay, sieht auch so aus. Ja. So, haben wir denn noch Mais? Mais, soll ich guck mal. Ja. Kleiner Mais, ne? Ja. Nö. Nein. Nö, haben wir nicht. Okay, da ist gerade große Nachfrage. Ja, soll ich mal die Eier wegbringen? Das wäre gut. Aber du siehst doch die Eier gar nicht. Doch, aber ich habe 10 Eier im Rucksack, dann kann ich sie wegbringen. Ah, dann warte mal, dann schaue ich mal, ob ich noch Eier finde. Ich kenne kurz die Sämaschine dann ab. So. Warte, guck Zwei mal. Eier, drei Eier, vier Eier. Ich sehe da keine Eier. Ja, das sind fünf Eier. Das ist ein Fehler, der noch bereinigt wird. So. Dann gibt es wieder ein neues Update, oder wie? Ja. Das ist auch nämlich auch ziemlich kacke, dass die Eier nicht da sind. Das finde ich ein bisschen blöd. Genau, und du siehst auch manche andere Sachen nicht. Also es gibt auf der Forumseite von Shine Software eine Liste mit bekannten Fehlern. Darunter sind auch diese Eier. Ja. Und ich denke auch, dass die mit den nächsten Updates auch erledigt werden. Ja, gut. Ja, cool. So. Wie viele Eier hast du jetzt? Oh, ich glaube, ich habe sechs Eier noch dazu bekommen. Ja, okay, dann gebe ich sie gleich noch ab. Okay, dann haben wir ja schon einen, der die Eier abgeben kann. Haben wir denn sonst noch irgendwas zum Wegfahren? Was haben wir denn noch im Silo da? Das schaue ich gerade. Gersten haben wir noch. Da könnte einer die Gerste wegbringen. Oh, die Eier sind schon weg. Wie bist du denn so schnell dorthin gekommen? Mit dem Trecker, ich bin ja schon lange losgefahren. Okay. Dann Ich guck könnte mal. noch einer die Zuckerrüben wegfahren und noch einer Gerste wegfahren. Wie viele Hänger hast du? Sollte, glaube ich, zwei sein, oder? Oder habe ich hier nur einen? Weiß ich nicht, ich kann ja mal gucken. Also, ich fahre mal die Zuckerrüben weg. Du hast 2 Hänger. Wo ist denn der zweite? Die stehen dahinter. Ach stimmt, der stand ja hinten am Haus hier. Stimmt, habe ich ja schon gesehen. Wer will die Zuckerrüben wegbringen? Das mache ich schon. Ah, okay. So. So. Und diesmal muss man aufpassen, dass hier das Zeug nicht wieder verrottet. Das ist mir ja letztes Mal passiert. Ah, mir ist das schon voll oft passiert. Hast du auch am Anfang den Kredit aufgenommen? Ja. Ja, das habe ich auch gemacht und Ja, habe das nicht. ist noch nicht reif. Ah, schade, sonst hätten wir rushen können. So, ich kann ja noch mal hier schauen. Das ist ja jetzt gut gemacht mit dem mit der Map. Da sieht man ja, dass jetzt in der letzten Phase ist, aber es braucht noch ein bisschen und dann wird es erst grün. Wer bringt gerade die Zuckerrüben weg? Jo, ich. Und wer soll die Gerste wegbringen? Paul? Noch ist eins frei. Nee, irgendjemand hat ja schon. Paul, du kannst in den Trecker einsteigen.
Irgendwie bei mir funktioniert das nicht mit den Zuckerrüben. Ja, okay. Also ich habe mir eine. Ja, die sind ja auch leer, glaube ich. Ne, Zuckerrüben habe ich noch. Welches Silo ist das? Das ist. Folgt mir mal. Mark? Ja? Das hättest du nicht machen sollen. Ja, der macht das automatisch. Ich weiß gar nicht warum. So, hier sind Zuckerrüben, so viel ich weiß. Das hier? Ja, Anhänger wäre nicht schlecht. Ja, dann soll mal einer drunter fahren, weil bei mir hat es irgendwie nicht geklappt. Ich komm schon. Gut. Ja, du hast ja auch keinen Anhänger. Der rote Traktor, ne, der hat irgendwie so eine starke Lenkung. Fahr mal ein bisschen näher dran. Also bei mir hat es nicht geklappt. Mach du mal. Ich krieg das nicht hin. Ja, da gibt's einen guten Trick. Achso, da ist noch jemand anders drin. Ups. Aha. Ich war schneller. Also, den guten Trick. Vielleicht kriegst du ihn mal raus. Nee, will nicht. Probier du mal. Ups. Ja, ich wollte eher sagen, der gute Trick ist einfach mal ums Haus zu fahren. Nee, das ist dann zu nah, warte mal. Also hier irgendwie, hier ist auch nicht mehr viel drin. Ja, aber 2000 ist doch schon eine Menge noch, oder? Ja, für den Hänger, da passen ja noch 5000 rein. Aber hier liegt nur noch so ein kleiner Fleck. Oder ist in dem Hänger schon was drin gewesen? Nee, sieht nicht so aus. So, ich probier's noch einmal. Mach das. Und wenn nicht, müssen wir was anderes machen. So, und ich denke doch, man muss mit dem. Nee, normalerweise, wenn man in den Schatten da reinkommt, ist es in Ordnung. Warte mal, ich glaube jetzt, ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert, weil bei mir ist es auch geklappt, aber ich bin tolle Pulle einmal da längs gefahren um die Kurve und dann war da was drin. Das ist merkwürdig. Ja, vielleicht doch ein bisschen weiter weg. Ja, das kann sein. So, ich versuch's mal. Lass mich mal gerade vorbei. Der Raps ist auch noch nicht reif. Nee. Paul? Ja, es ist da. Ja, jetzt geht's. Ja. Ist Paul noch da? Jo. Ja. Ja. So, jetzt ist der Zuckerrüben leer. So. Jetzt haben wir uns natürlich wieder festgefahren. Ich fahr mit. Ja, das. Du blockierst. Oh. Ging nicht weiter. So, will denn jemand wegfahren oder soll ich es machen? Kann ich ruhig. Dann steige ich mal aus, dann habt ihr was zu tun. Okay. Also ich fahr zur Gaststätte, ne? Welches Silo? Ich stelle mich unter das, dann weißt du, welches das ist. Das war Gerste, ne? Ja, Gerste war das. Wo soll ich das hinbringen? Zweite von links, ne? Darf ich kurz einen Trick anwenden? Was denn? Schwebe. Was willst du damit erreichen? Okay, doch nicht. Ich bin ja schon da. Nee, das ist Weizen. Meine ich. Nee, das zweite ist Gerste. Oh, jetzt, ja. Jetzt verwirr mich nicht mehr. Du bist richtig, Paul. Ja, irgendwann habe ich es ja gelernt. Da ja, ich auch. Ich dachte, das wäre immer, das linke wäre immer Weizen. Wohin? Schau mal, wo es am teuersten ist. Oh, habe ich so, gar nicht nachgeguckt. Gerste, Gaststätte oder. Also ich fahre zur Gaststätte. Oder Mühle. Ja, Mühle würde ich auch nehmen. Kann Mühle. Ich da hinfahren? Mühle, wie ihr wollt. Hier ist. Was ist denn da nochmal grün? Wo ist es denn? Ach, komm. Wo ist eigentlich die Mühle? Bei den Kühen dahin. Ach da. Voll weit weg. Ich nehme fast immer die Rundumleuchte. Was bringt das eigentlich? Wenn man auf der Straße fährt. Dass die Autofahrer einen sehen.
Ja, aber da fahren auch keine Autos. Wir haben aber noch Weizen und Gerste. Ja, aber keine Anhänger jetzt mal mehr. Marc ist ja gleich wieder da und ich muss hier kurz zu den Kühen dahin fahren. Also wir kriegen gerade ein bisschen Geld. Nicht mehr. Irgendwie meine Klappe ist offen. Ja, das ist auch so ein Multiplayer-Fehler. Aber wir haben doch, glaube ich, doch irgendwo noch ein Rasenmäher, glaube ich. Profi-Opfer. Ja. 26 da. Ist da jetzt jemand anderer drin? Ich. Kannst du den... Was für Tiere habe ich denn überhaupt? Na, das wollte ich nicht hier. Du hast 6 Kühe und 30 Hühner. Kannst du den nochmal zu den Kühen fahren? Ich? Ja, wer gerade im Profi-Hofer drin ist. Ja, okay. Also ich bin gleich bei der Mühle da. Das ist doch cool. Gut, dann gibt's wieder Geld. Geld, Geld, Geld. Also ich komme jetzt wieder zurück. Dann würde ich eine Spritze kaufen, damit der... Düngerstreuer bringt's mehr. Spritzen sind zu teuer. Ja, wie jemand schon richtig gesagt hat, Spritzen ist mehr für den Unkraut. Ja. Nee, für die Ungeziefer. Und Dünger ist für das Wachstum. So, habe ich das jetzt auf schnell stehen? Ja. Ja, habe ich auch. So, hast du jetzt Geld bekommen? Ja. So um die 3000 rum. 3000, schätze ich mal. Na, ich guck mal, was hier so für Finanzen sind. Wenn ich da reingucken kann. Ja. Du, hier, wenn die, da steht ja immer dieser Kredit und darunter stehen diese roten Zahlen. Was heißt das? Was hast du denn gedrückt? Ich habe die Finanzen angeguckt. Ja, was hast du denn gedrückt dafür? Er. Ja. Ich stehe da vor ein Geldzeichen da. Ach so. Ach so, ja, es hat mir ja jemand gezeigt, dass man Einfügetaste drücken kann. Okay, was meinst du mit rot? Ja, da stehen dann so eine rote Zahl, da hast du 200.000 Euro. Was heißt das? So viel muss man noch zurückzahlen, oder wie? Ja, ich habe von der Bank 200.000 Euro geliehen. Ja. Mein Kontostand in bar ist jetzt 7.500 ungefähr. Also ich habe noch nichts verdient jetzt bis jetzt. und wir haben dann insgesamt 192.000 Euro Schulden. Ah, okay. Ach du Scheiße. Ja, und wir müssen jetzt bald ernten und wenn wir die Ernte haben, können wir neue Felder kaufen und dann können wir ein bisschen mehr machen und so weiter. Und irgendwann werden wir es verdienen, dass wir das Geld zurückzahlen können. Okay, also ich weiß es auch, dass man auf die Einfügetaste, aber bei mir geht das nicht mehr. Oh. Nee, ich habe es nicht gewusst, ist mir gerade eingefallen, weil irgendjemand im Kommentar das geschrieben hat. Okay, ich weiß es, aber irgendwann hat es nicht mehr geklappt, da wollte es nicht mehr gehen. So, also ich bin auch gleich schon wieder los und ich sehe jetzt so ein Mark. So, ich hole noch ein bisschen Gerste.